Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um eine Fototapete. Genau, und wir haben dieses Ganze nicht großflächig gestaltet, sondern in Form eines Bildes im Prinzip. Mhm. Schön eingerahmt und um einen kleinen Akzent zu schaffen. Genau, ganz elegant und mit einem großen Wow-Effekt. Und wo du darauf achten musst bei dieser Fototapete, wie du die anbringen kannst und so weiter und so fort, das erfährst du alles in diesem Video. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei. Viel Spaß. So, und womit fangen wir natürlich an? Ganz klar, den Boden zu schützen und eure Umgebung. Wir haben uns für Malervlies entschieden. Ihr könnt auch Zeitungspapier oder irgendwelche Malerfolien benutzen. Genau, ganz wichtig. Zeitungspapier ist vielleicht nicht zu empfehlen, ist ziemlich rutschig. Ne? Malervlies ist, glaube ich, am besten. Ja. Dann die ganzen Werkzeuge, die wir jetzt verwenden. Wir haben ja schon öfter jetzt Tapete an die Wand gebracht, aber noch keine Fototapete. Mhm. Und die Werkzeuge werden wir euch einfach unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie auch den Tapetenkleister. Das ist diesmal was ganz anderes als sonst, zeige ich dir gleich. Und was ganz, ganz wichtig ist eigentlich für den Einsteiger, ihr braucht eine Wasserwaage, einen Zollstock oder Gliedermaßstab und einen Bleistift. Mhm. Das sind eigentlich so die wichtigsten Werkzeuge zum Ausmessen. Bevor wir jetzt loslegen und die wunderschöne Fototapete anbringen, die du schon in deinen Händen hältst, müssen wir die Wand sollte trocken sein, sauber sein, fettfrei sein. Glatt. Das heißt, wenn ihr jetzt da Dübellöcher habt, unbedingt verschließen und die müssen plan sein. Mhm. Kleine Unebenheiten mit einem Spachtel bitte entfernen. Bei uns ist es so, wir haben jetzt hier eine... Hier haben wir eine Strukturtapete schon. Kleine Unebenheiten sind vorhanden, aber grobe sowie kleine Nasen oder sowas, die solltet ihr unbedingt entfernen und dann kann es auch schon losgehen. Unsere Tapete ist vom Hersteller AS Creation und das haben wir ganz simpel über den tapetenshop.de online bestellt. Die Konfiguration ging recht easy, wie ich finde. War toll gemacht mit dem Konfigurator. Wir haben die Maße eingegeben, die wir zur Verfügung haben und schon wurde das ganze Muster ausgerechnet oder die Fototapete. Und das fand ich recht toll. Was ich auch toll fand, ist, dass es sehr, sehr viele Muster und Auswahlmöglichkeiten gibt. Viele Menüpunkte nach Wohnräume, Stil, Trend, Bestseller-Tapeten und Beispiele, so weiter. Fotobeispiele gab es da. Wie viele Möglichkeiten an Mustern gab es da? Über die 2000, ne? Also, ja. Ihr werdet auf jeden Fall fündig, als Fototapete oder Allgemeintapeten. Hm. Aber auch Dekoration. Die haben da einen Reiter, Dekoration, beispielsweise Kissen haben wir da entdeckt. Kissen. Zeigen wir euch später noch mal. Das ist aber richtig cool, weil ihr könnt anhand eurer Fototapete, die ihr euch aussucht oder Muster, gibt es oft auch passend dazu die Kissen. Das finde ich echt toll. Da kommen wir auch noch mal später zu. Und dann, das ist eine Fließtapete. Mhm. Also es gibt auch Hersteller, die verkaufen Papiertapeten. Die müsst ihr dann einweichen lassen. Ist halt meistens für den Anfänger ein bisschen schwierig. Diese Tapete ist ganz, ganz einfach an die Wand anzubringen und dann später auch wieder zu entfernen. Kommen wir später nochmal. Rückstandslos sogar. Genau. Wasserdampfdurchlässig ist das, schwer entflammbar. Finde ich ganz, ganz gut. Gute Lichtbeständigkeit. Es ist ein Digitaldruck. Mhm. Waschbeständig. Finde ich sehr wichtig. Ne? Kleine Tatsche. Allergiefreie, geruchsneutrale Farben werden verwendet. Mhm. Hochwertiger, recycelbarer Fließträger. Hautverträglich, ohne Glasfaser. Ohne Glasfaser, auch wichtig. Das sind so Punkte, die findet ihr bei anderen Herstellern nicht. Sprich dafür. Und was uns gleich aufgefallen ist, dass diese, es gibt vier unterschiedliche Strukturen oder Oberflächen von den Tapeten, könnt ihr dann auch nochmal auswählen. Und die ist hier ziemlich dick, also wie wir schon am Anfang oder gerade eben erwähnt haben, wir haben hier eine Rauchfaser oder eine Strukturtapete und da fällt das nicht gleich auf, ne, durch die Dicke der Tapete. Genau. Bevor wir jetzt das Ganze anbringen, müssen wir natürlich die Wand vermessen. Und da habe ich ja euch gesagt, ihr braucht eigentlich nur eine Wasserwaage und einen Bleistift. Wer jetzt einen Kreuzleser hat, ist natürlich ideal. Wir haben hier eine Linie angezeichnet mit der Wasserwaage. Die hat ungefähr die Länge von der Fototapete. Und daran legen wir auch unsere Fototapete gleich an. Wichtig ist, dass wir hier oben nochmal einen Strich markiert haben. Das ist dann die Höhe der Fototapete. Und die zweite Bahn, dritte Bahn, das ergibt sich dann. Also das heißt, die erste Bahn muss wirklich sitzen. Genau, deswegen haben wir hier auch den Abstand mit Zollstock ausgemessen. Genau.
bei uns 49 cm. Und durch die Wasserwaage ist das Ganze ja dann exakt im Lot. Mhm. Jetzt können wir auch loslegen mit dem Kleister. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir schon bereits einen fertigen Kleister haben. Sprich, der ist in einem Gebinde drin, ein Eimer, fertig angerührt. Den müsst ihr einmal vorweg nochmal grob durchrühren. Und dann könnt ihr das wunderschön mit einer Baumwollrolle an die Wand aufbringen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch die Punkte markiert. Von der Höhe her und von der Breite, damit ihr wisst, okay, diese Fläche müssen wir jetzt schön satt einkleistern. Mhm. Nicht die Tapete, sondern die Wand. Das ist nämlich das Tolle an einer Fließtapete. Ja. Und für Einsteiger bzw. für diejenigen, die es noch nicht oft gemacht haben, ein kleiner Tipp, ihr könnt auch jetzt mit Kreppband den Bereich, den ihr nicht tapezieren möchtet, abkleben. Ne? Falls überschüssiger Kleister rausquillt oder so in der Art. Ne? Aber man kann ihn auch feucht abwischen. Feucht abwischen, genau. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr einen Lappen parat habt und einen Eimer mit Wasser. Und das Tolle, die Teile sind nummeriert. Hier oben links seht ihr zum Beispiel Bahn 1. Das heißt, am besten macht ihr das Ganze zu zweit. Bist du bereit, Steffi? Jupp. Einer geht links, einer rechts. Und dann halten wir das jetzt an unserem vormarkierten Bleistiftstecher. Wir setzen hier an. So. Gerade? So, warte, nee, ich muss, warte, das mal los. So, jetzt hier rüber gepeilt. Lass mal nicht ganz ansetzen. Bei dem Stoß auf Stoß etwas fürchten braucht ihr nicht. Da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Ihr setzt oben an die Bahn, am besten zu zweit, und geht erstmal die komplette Bahn Stoß auf Stoß runter und setzt das schön, dass das Muster aneinander passt, an und geht dann rüber erst zur nächsten, zu dem Rest der Tapete. Genau. Dafür könnt ihr diese Gummirollen gut zur Hilfe nehmen und natürlich den Stoß erstmal schön ansetzen. Genau. Und damit kriegt ihr auch die ganzen Luftblasen alles raus und könnt es schön fest andrücken. Eins verblasen, wenn ihr mal Blasen seht. Meistens gehen die dann nächsten Tag, sind sie wieder weg, sobald der Kleister dann abgetrocknet ist. Und beim Stoß, wenn jetzt da Leim bzw. Kleister ausfüllt, unbedingt feucht nachwischen. Denn so ein Kleister, je nach Hersteller, kann natürlich auch Rückstände auf der Fototapete oder auf der Tapete geben. Ne? Und noch einen guten Tipp habe ich für eure Stoßkante. Und zwar, dass ihr den Untergrund der Tapete entsprechend eures Musters oder der Grundfarbe von eurer neuen Tapete wählt, dass das einfach nicht so durchschimmert. Wie hier ist jetzt der Beige-Ton. Hier wäre natürlich weiß angebracht gewesen. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Abschlussleiste angebracht, quasi, dass es aussieht wie so ein großes Bild. Ihr müsst Fototapeten nicht flächendeckend auf die Wand anbringen. Ihr könnt natürlich auch so, wie wir es gemacht haben, einfach ein großes Bild an die Wand anbringen. Diese Tierleisten bestehen aus Styropor und könnt ihr ganz einfach mit einer Schmiege zusägen. Die Schmiege kennt ihr bestimmt schon von einem oder anderen Video, wo ich beispielsweise Fußleisten zugeschnitten habe. Die eignet sich natürlich auch für solche Arbeiten. Ein kleiner Tipp: die Säge bitte ganz geschmeidig über das Material ziehen, wirklich ohne Druck, ansonsten reißen die Styroporleisten ein. Danach könnt ihr das Ganze mit Acryl an die Wand anbringen. Warum Acryl? Ganz, ganz einfach, wenn ihr euch dafür entscheidet, später vielleicht doch mal eine andere Fototapete anbringen wollt oder die Wand anders streichen wollt, könnt ihr die Zierleisten ganz normal abziehen und die Fototapete, dank, da es Fließtapete ist, auch abziehen. Und falls noch irgendwie Reste vorhanden sind vom Acryl. Acryl lässt sich überstreichen. Deswegen Acryl. Ah, und ihr braucht natürlich ein paar schöne Kissen, die ihr dort online nämlich auch erwerben könnt. Auf der Seite passend zu euren Farbgestaltungen oder Muster gibt es dort tolle Kissen, die direkt dazu passen. Genau, die hat Steffi ausgewählt. Und wir hoffen, euch hat das ganze Projekt gefallen. War gar nicht so schwer, ne? Nee, war gar nicht schwer, ging wirklich fix und simpel. Also ist wirklich eine tolle Art, nochmal die Wand zu gestalten. Richtig. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Handwerk und euer Mrs. Steffi. Handwerk. Oder umgedreht, euer Mrs. Handwerk und Mr. Handwerk. Und ganz, ganz wichtig, ja. Handwerker immer noch oben. Genau. Da lassen. Und alles, was wir dafür brauchen, findet ihr unten aufgelistet. Richtig. Ciao. Ciao. Nochmal.